Sag mal, Bastian, habe ich dir mal erzählt, ich hatte vor Jahren einen Auftritt in Dresden. Das tut mir leid. Mhm. Oh. Super Dob, Suppen Dobo. Herzlich willkommen bei euch. Wie geht's? Gut, sehr gut, cool. Danke. Schön, danke. Der Rick. Oh, Rick. Meine Frau ist Helene. Wir kennen uns nicht, oder? Nein. Scheiße, in dem Figur muss ich mich richtig konzentrieren. Es war schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Wie kann er das machen? Wie kann Teddy das machen? Wir sind doch Freunde. Ich verstehe es nicht. Ich habe eine Frage, weil wir alle gerade zusammen sitzen. Ich habe meine Frau früher Heiratsantrag gemacht. Mhm. Die hat den mehrfach abgeblockt. Mehrfach. Ja, in Venedig, Asia, Thailand, Magnesia, Magnesium. Und in San Francisco hat die es abgeblockt mit der ganzen Familie. Das tut mir leid. Kein Problem. Und jetzt wollte ich nur fragen, kann ich es euch kurz zeigen, was ich habe einen Heiratsantrag mir überlegt. Ja. Ja, ja. Für Sie. Ja. Gerne. Ich würde Helene mitnehmen, Bungee Jumping, weil ich will ihr einen besonderen Moment geben. Ich würde hochfahren und dann würde ich hinknien und sagen, Helene, du bist mein Beckenboden. Du bist mein Wirbelsäule. Mein Backbone, mein Atlas hier, der dritte Wirbel von oben bist du. Und der untere. Oh, das hörte und hörte nicht auf. Deine Eltern haben zu mir gesagt, hör zu, mach weiter so. Aber wenn du unsere Tochter noch einmal fragst, ob du die heiraten willst, rufen wir die Polizei. Ja, klar, klar. Jetzt meine Frage zu dir, Helene. Wir haben das alles erlebt. Alles. 14 Jahre haben wir das erlebt. Willst du meine Frau werden und an meiner Seite jeden Tag alles machen, was ich dir sag, oder? Als Alternative, was? Du machst gar nichts und ich mach auch nichts. Angebot ist gut. Ja, würde ich erstmal machen. Und das hast du gesagt, während sie mit dem Bungee... Nee, das will er. Ach so. Will ich sagen. Aber ich tu das, während sie runterfliegt, hinterherrufen. Ah. Dass sie das noch mitkriegt, aber unter Schock ist und dann einfach sagt, ja klar. Weißt, das funktioniert. Ja. Ach, jetzt habe ich es erst verstanden. Weißt du? Die schießt wieder hoch. Ich so, und übrigens, deine Eltern, ich konnte die noch nie leiden, aber fumm, geht wieder runter, schießt wieder hoch. Ich so, und weißt du was? Ich wieder weg. Ja, gut. Das wäre eine Idee. Kann keiner ablehnen. Ja. Wäre es nicht gut, dass du dich jetzt in die Taxi setzt und zu der Frau hinfährst, jetzt? Genau. Und ihr das sagst und dann, sagen wir mal, in 1 Stunde 32 wiederkommst. Hm. Guter Plan. Könnt ihr kurz warten? Ja. Sag Bescheid, wie es war. Macht's gut.